Juhu und herzlich willkommen zu einem weiteren Part vom Fabulousy Cup. Heute mal wieder mit einer Challenge, nämlich der Schleichwerbung-Challenge. Finde ich übrigens eine sehr coole Idee von Yoshiman. Der fährt nämlich auch gerade mit und ist, glaube ich, in der Rangliste als zweites gerade dabei. Mann, der ist einfach zu gut. Es nervt einfach. Er hat nämlich vorgeschlagen, immer wenn ich von irgendeinem Item getroffen werde oder so, muss ich eine Marke nennen und ein dazugehöriges Produkt. Ich würde sagen, ein Produkt bezeichnet dann einfach nur so eine Produktgruppe am besten. Also so im Sinne von, keine Ahnung, Müsli oder Obst oder whatever, keine Ahnung, Wurst oder sowas in der Richtung. Damit es jetzt nicht super kompliziert wird. Weil wenn ich dann sage, ja, Uncle Ben's und dann sage ich, ja, die Süß-Sauer-Soße, die, das und so, das finde ich irgendwie ein bisschen kompliziert. Also machen wir am besten einfach Produktgruppen. Dann geht das ganz gut. Aber ich wurde bisher nicht gebumst. Finde ich gut. Zählt es denn auch, wenn ich in eine Bananenschale fahre? Ich habe keine Ahnung. Egal, wir gucken einfach mal, was Sache ist. Also ich würde sagen, getroffen werden ist eher im Sinne, wenn ich von einem Kugelwilli umgebumst werde, wenn mich einer mit einem Panzer trifft oder sowas in der Richtung. Das finde ich da irgendwie treffender. Also nicht, wenn meine eigene Dummheit mir was zufügt. Also ich glaube, das zählt auch nicht. Nee, nee, zählt alles nicht. Ich muss also gar nichts machen. Zählt das? Ich weiß es doch nicht, Mann. Das ist ja schon getroffen. Ja, okay. Dann sage ich Uncle Ben's Soße. Die ist nämlich andauernd irgendwie im Angebot. Ach, scheiße. Okay, darf ich auch dasselbe? Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Regel war. I don't know. Egal. Dann sage ich irgendwas anderes. Mühlenhof Salami. Ach, fuck, okay. Ah, nein! Boah, zum Glück wurde ich nicht getroffen, sonst hätte ich schon verloren. Haha, gut. Ja. Wie heißt denn die Übermarke? Keine Ahnung. Nestle Kakao. Und so. Yeah, geil. Schleichwerbung-Challenge. Super. Vor allem, weil ich gerade die ganze Zeit nur so voll die Weird-Ass-Marken nenne, die kein Mensch braucht. Weil diese Uncle Ben's Soße, die habe ich mir jetzt, glaube ich, schon dreimal angeguckt. Weil da stand immer Süß-Sauer-Soße und ich habe mich immer gefreut und dachte so, gucke ich mir mal die Verpackung an, wie viel Zucker da drin ist. Weil Süß-Sauer-Soße ist immer sehr problematisch, weil die heißt süß und sauer. Also nutzen die Hersteller meistens die Gelegenheit, um einfach 10 Tonnen da rein zu klatschen. Und es wird wirklich jedes Mal so. Auch wenn ich Rezepte sehe, es blowt meine Mind jedes Mal erneut. Wenn ich dann so ein normales Hausfrauenrezept von Süß-Sauer-Soße sehe, dann steht da immer, ja, das da rein und das da rein und das da rein. Und dann kommt der Zuckerwert. 500 Gramm Zucker, Mann. 500 Gramm. 500 Gramm kommen noch nicht mal in den süßesten Kuchen der Welt. Also die süßesten Kuchen, so die man machen kann, die haben meistens 200 Gramm oder so. Auf einer 500 Gramm Teigmasse oder so ähnlich. Aber 500 Gramm? Ich sterbe innerlich. Vor allem, ach Gott. Das erinnert mich an diese Geschichte. Oh mein Gott, das ist so schrecklich. Ich mache ja auch Fitness und alles Mögliche und gucke auf eine super gesunde Ernährung und so weiter. Für mich ist es ja das Clean Eating Prinzip, wo ich übrigens auch auf meinem zweiten Kanal so ein Video mal mache, wie ich mich ernähre, was da so meine Richtlinien grob sind und so. und da versuche ich ja eigentlich so gut es geht auf Zucker zu verzichten, also nicht auf natürlichen Zucker, also aus Obst oder so, ist mir alles scheißegal. Deswegen lasse ich auch Honig in gewissen Maßen zu, weil ich finde, es ist ein natürliches Produkt. Ist halt immer die Frage, wie es produziert ist. Das weiß man natürlich nicht, weil man kann nicht in die Packung gucken, weil wenn der Honig dann auch super erhitzt wird, sind auch keine Nährstoffe mit drin und dann bringt es mir auch nichts. Deswegen bin ich da auch ein bisschen, naja, weiß ich nicht, ob ich das so viel nutzen soll. Deswegen würde ich eigentlich lieber auf Ahornsirup oder so umsteigen oder eventuell mal Kokosblütenzucker probieren, aber da bin ich mir auch noch ein bisschen unsicher. Deswegen, I don't know, ich bin immer so hin und her, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, bei mir geht es dann halt immer darum, ja, möglichst wenig von gesättigten Fettsäuren, möglichst wenig Industriezucker, also eigentlich gar keinen Industriezucker, weil ich den nie kaufe. Also ich kaufe auch keine Fertigprodukte und so weiter. Aber das Tollste ist, ah nein, du wirst mich nicht bumsen. Ha! Hast mich nicht gebumst, ich bin so gut. Ich lerne gerade einfach das Bums abwehren, weil ich keinen Bock habe, Marken zu nennen. Sehr gut, so kann man es auch machen. Meine Mutter hat mir nämlich Sojasauce mitgegeben, als ich hier in die Wohnung eingezogen bin, weil da bin ich ja von zu Hause ausgezogen und meine Eltern haben mir so ein voll süßes Care-Paket zusammengestellt. Es war einfach das Süßeste auf der Welt, wirklich. Also die haben so ganz viele Sachen für mich vorbereitet und als wir dann hier hingefahren sind, um so alles Mögliche einzurichten und so, wusste ich gar nicht davon.
Und da hatten wir den Schlüssel vergessen und die hatten die ganze Sache im Kofferraum. Dann haben wir irgendwo Pause gemacht und dann haben sie mir gezeigt, was sie gekauft haben. Das war so süß, weil dann hatten sie Decken schon für mich, ein bisschen Geschirr und so, alles Mögliche. Und meine Mutter hatte mir dann auch so kleinere Sachen vorbereitet, so schon für meine Küche, damit ich ein bisschen auf Vorrat hatte. Da waren zum Beispiel dann so Bio-Vollkornnudeln bei und sowas. Finde ich immer super nice, da habe ich mich auch mega drüber gefreut. Und diese Sojasauce und so ein paar Gewürze. Dann dachte ich so, okay, wir waren ja dieses Jahr, also letztes Jahr waren wir auf einer Essensmesse zusammen. Darüber habe ich auch im Fabulistic Cup mal geredet, über die Eden Style, war sehr cool. Da waren wir zusammen, da haben wir nämlich eine Sojasauce gekauft, weil da habe ich mal so eine Pfanne von denen probiert. Also ich habe nicht die Pfanne gegessen, sondern das Essen in der Pfanne. Da haben die das nämlich so vorgeführt, so, hey, yeah, Kiko man, Sojasauce, geil. Und die haben das irgendwie mit so Rindfleisch gemacht und Gemüse und es war unglaublich lecker. Es war so geil, Mann. Und da haben wir sofort gesagt, okay, kaufen wir. Vor allem, weil es auf diesen Messen ja immer reduzierte Preise und so Pakete gibt, haben wir dann gesagt, ja, okay, dann nehmen wir halt die Teriyaki-Soße von denen und gleichzeitig dann zusammen auch noch die Sojasauce. Und es ist, aha, ich dachte so, oh mein Gott, ein Traum wird wahr. Dann hatten wir die nämlich gekauft, weil meine Mutter ist eigentlich immer so, nee, auf Messen kaufe ich nichts, ist mir alles zu teuer, ist voll doof. Und wenn das so Markenzeug ist, klar, es ist Markenzeug. Und die wollen ja auch Sachen verkaufen, also machen die das natürlich möglichst geil da irgendwie. Aber es war wirklich so lecker, dass ich dann einfach richtig überzeugt war und gesagt habe, bitte Mama, lass uns das holen. Und sie fand es dann aber auch richtig gut. Also haben wir einfach gesagt, ah, Marke, 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 Lindt-Schokolade. Ah, nein, du kriegst mich nicht. Ha, ich bin so gut. Deswegen haben wir die da geholt. Und ich habe mich so voll drauf gefreut, weil das auch eine clean Sojasauce ist, in dem Sinne, da ist wirklich nur Soja drin und Wasser und keine Ahnung, ich glaube noch ein paar, da weiß ich nicht, Essig oder sowas in der Richtung. Die machen ja immer sowas so zum Binden rein und so, aber jetzt nicht irgendwie großartig Konservierungsstoffe oder so ungesunde Scheiße und keine Tonnenzucker. Da war ich super froh drüber, weil normale Sojasoßen immer mega gepanscht sind. Und da meistens mehr Zucker haben als sonst irgendwas. Auf jeden Fall hatte meine Mutter mir dann so einen Korb fertig gemacht, den ich dann mitgenommen habe, als wir nach Bielefeld gefahren sind. Und ich bin fest davon ausgegangen, dass sie mir diese Sojasauce, die wir zusammen gekauft haben, mir fällt nichts ein, oh Gott, Hilfe. Aber welche Marke? Alnatura Mandelmilch. Gibt's sie von. Ist sie von Alnatura? Oder von Al nee, von Alpro. Okay, Alpro Mandelmilch. Ist ja dasselbe. Ich glaube aber, die gibt es auch von Alnatura. Alnatura hat alles, was Bio und super special ist. Ich bin also davon ausgegangen, dass es auf jeden Fall die Sojasauce, die wir zusammen gekauft haben. Aber das war halt in einer anderen Packung umgefüllt, also in so eine andere Sojasauce. Dann dachte ich, ja gut, meine Mutter hat die bestimmt weggekippt, weil die war auch irgendwie 2009 schon abgelaufen oder so und hat dann unsere da umgefüllt. Ist ja nett von ihr. Toll, jetzt habe ich meine Sojasauce auch dabei und so. Dann habe ich die irgendwie schon in zwei Essen irgendwie verwertet und benutzt und sonst was. Da habe ich, glaube ich, irgendwie mal Tofu mit mariniert und dann habe ich da Hähnchen süß-sauer mitgemacht. Dann fand ich das aber doch irgendwie komisch. Habe einfach mal so just for fun, habe ich auf die Flasche geguckt und mir so die Nährwerte darauf angeguckt. Und das war wirklich eine Sojasauce, die so zu 60% aus Zucker besteht. Das ist natürlich ein heftiger Kontrast, wo die andere Sojasauce gar keinen Zucker drin hatte und mega geil geschmeckt hat. Also warum ist es bei der anderen dann nötig, da 60% Zucker reinzuschmeißen? Why? Weil dann war so, das stand auf der Zutatenliste, glaube ich, als erstes Wasser. Dann kam Zucker, dann Glucose-Fructose-Sirup, was auch literally Zucker ist. Da dachte ich so, was ist das für ein Ding? Aber ich dachte mir dann so natürlich, haha, das ist ja eh nicht die Sojasauce, weil meine Mutter mir ja die tolle, super Sojasauce mitgegeben hat, die wir zusammen gekauft haben. Hahaha. Habe ich dir aber trotzdem mein Interesse halber angerufen, so von wegen, ey, die Sojasauce, die du mir gekauft hast, ne? Also die du mir mitgegeben hast, das ist doch die, die wir zusammen gekauft haben, ne? Und sie konnte sich an nichts mehr erinnern. Da habe ich gesagt, okay, dann zeige ich dir mal auf Skype die Verpackung, damit das deinem Gedächtnis vielleicht ein bisschen helfen kann, ob das die ist oder nicht. Und dann sieht sie diese und sagt so, ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder dran. Nö, die habe ich nicht umgefüllt. Und ich so, oh mein Gott. Das ist so grauenvoll. Weil das, die, oh Gott, oh, Hilfe, ich muss mir was einfallen lassen. Ha, mir fällt nichts ein. Cola. Nee, warte, Coca, nee, wie heißen das? Cola von Coca. Nein, heißen die Coca-Cola? Wie heißen die denn? Ach, keine Ahnung, egal, ihr versteht, was ich meine. Oh Gott. Ah, toll, wieder umgebumst. Zählt auch sowas wie Sandwich von Subway oder so? Ich meine, Subway ist auch eine Marke, also.
Ja, passt schon. Wie ich einfach gerade 10 Minuten brauche, um diese Geschichte zu erzählen, weil ich dann doch zwischenzeitlich wieder umgebumst werde. Also sie erzählt dann nur so, nee, das war die ganz normale Sojasauce. Und ich dachte mir so, Mama, das kann doch nicht sein. Vor allem, weil die 2009 abgelaufen ist, Mann. 2009, das ist doch nicht normal. Da dachte ich so, nee, die kann das auf keinen Fall sein, weil die wird mir doch keine Sojasauce mitgeben, die 2009 abgelaufen ist. Ja, falsch gedacht. Und es war dann auch noch die mit 60% Zucker, die ich schon in zwei, Knorr-Fixpackungen. Und die hatte ich dann in zwei Essen drin und wusste es nicht. Cool. Klar, das ist jetzt nicht so der krasse Weltuntergang, weil man jetzt nicht die ganze Flasche Sojasauce da drauf kippt. Aber es ist schon irgendwie sehr frustrierend, wenn man darauf achtet, sich clean zu ernähren, eben keinen Industriezucker zu sich zu nehmen und dann hat man da so eine Packung versifften von 2009 Sojasoßen-Packungsscheiß. Und der ist auch noch so krass heftig ungesund. Also bisher waren meine Cheat Days irgendwie immer nur ungewollt oder irgendwie gefailt durch andere Personen. Das ist super, weil ich brauche sowas eigentlich nicht. Es gibt voll viele Fitnessmenschen, die so, keine Ahnung, eben immer so diätmäßig, also man nennt es ja Diät, wenn man eine Ernährung auf eine bestimmte Weise macht. Man sagt zum Beispiel auch fleischhaltige Diät, wenn Leute Fleisch essen und so. Also sagt man so in Fachbereichen normalerweise. Also höre ich ziemlich viel so. Auf jeden Fall, ich mache ja eigentlich keine Diät. Ich gestalte meine Ernährung eben auf eine bestimmte Weise. Auf jeden Fall gibt es da nämlich einige Fitnessleute, die eben ihre Diät so normal durchziehen, aber dann irgendwie ein-, zweimal im Monat oder so ähnlich irgendwie ihre Cheat Days haben, wo sie dann sich alles Mögliche reinstopfen. Also teilweise Junkfood und verschiedene andere Sachen, die halt eben... Oh mein Gott, war's knapp. Fuck you. Aquintus Wasser. Die einfach super junkfoodig sind und die sagen dann so, yo, an diesem Tag gönne ich mir einfach alles. Da gibt es teilweise sogar so Challenges, wo Leute 10.000 Kalorien an einem Tag zu sich nehmen. Das ist so heftig. Ich weiß es nicht. Joghurt mit der Ecke. Ist die Marke auch Joghurt mit der Ecke? Nee, die Marke ist Müller, ne? Müller Joghurt mit der Ecke. Ja. Und ich bin eigentlich so ein Typ, der isst gar nicht so wirklich für Cheat Days, weil ich das eigentlich gar nicht brauche. Also ich fühle mich nicht so, als ob ich mal so richtig fetttriefende Käsepizza verdrücken müsste. Weil ich mache das eigentlich immer so, wenn ich Lust auf was habe, dann esse ich das. Also dann mache ich mir eben meine gesunde Alternative und dann bin ich glücklich damit. Also ich würde das niemals Cheat Day nennen, weil es für mich kein Cheaten ist. Weil ich finde, Clean Eating ist ein Prinzip, das basiert darauf, dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise ernährt und bestimmte Prinzipien hat, die man schon 90% der Zeit einhält. Aber Essen ist eben auch Genuss. Und wenn man Bock auf irgendwas hat, also so richtig hart, dann gönnt man sich das eben einmal. Dann ist das vielleicht einmal auf zwei Monaten oder so und dann ist es auch okay. Also das empfinde ich dann nicht so wirklich als Cheat Day. Und ich würde es dann auch nicht Cheat Day nennen, weil ich das dann nicht mache, dass ich wirklich heftig übertreibe. Dann nehme ich mir das Gericht nicht und bestelle das dreimal oder so und fresse das dann die ganze Zeit. Oder dann habe ich einen Tag, wo ich irgendwie Donuts und Eis und irgendwie Burger von Mc's esse. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen, dieses Konzept, dass man so vollkommen ausrasten muss. Da gibt es ja wie so viele Leute, die das machen und ich brauche das halt gar nicht, weil ich nie das so habe. Ich hatte auch bisher nie wirklich das Verlangen, zum Beispiel so richtig triefende Käsepizza zu essen, sondern ich mache mir dann wirklich eine Dinkel-Vollkornpizza und die belege ich normal, so wie früher auch, nur vielleicht mit ein bisschen Käse und dann nehme ich halt fettarmen Käse und gut ist. Und dann habe ich meine Lust danach gestillt, wenn ich es unbedingt haben wollte. Aber das passiert so selten, also keine Ahnung, ich weiß nicht, warum manche dann immer so die Lust haben. Vielleicht liegt es bei mir auch daran, dass ich wirklich einfach zufrieden damit bin, mit dieser Ernährungsweise, weil zum Beispiel Leute, die jetzt wirklich eine Diät machen, also eben Low Carb, weiß ich nicht was man sonst noch so alles durchzieht, dann ist klar, dass man immer Gelüste hat, weil man einfach eine Mangelernährung hat. Deswegen bin ich auch nicht wirklich für diese Diätkonzepte, weil es gibt so viele Leute, die dann eben Low Carb durchziehen und aber so krass Bock auf Kohlenhydrate haben und jede Nudel, die sie da auf dem Teller liegen sehen, sofort von dem Teller ablutschen würden. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich verstehe den Sinn davon nicht. Wenn man sagt, ich mache eine Ernährungsweise, um eben Giftstoffe oder so meinem Körper zu enthalten. Klar, kann ich nachvollziehen. Aber Kohlenhydrate sind nichts Schädliches für den Körper. Deswegen finde ich es auch bescheuert, dass es so viele Blogs gibt, die irgendwie Kohlenhydrate immer zum Übeltäter machen. Das stimmt einfach nicht. Es ist einfach ein Nahrungsbestandteil wie jeder andere, genauso wie Fett nicht böse ist. Ich finde, Zucker ist böse in dem Sinne, wenn man es von der Industrie gefertigt zu sich nimmt,
weil das kein Zucker mehr ist. Das ist ein Giftstoff. Deswegen sage ich, nö, nö, will ich nicht. Und ich finde, sowas kann man nachvollziehen. Aber im Sinne von Kohlenhydraten, Kohlenhydrate sagen immer Leute, oh, die machen Fett und so. Aber die Sache ist nur, dass sie den Blutzuckerspiegel relativ schnell ansteigen lässt, wenn man eben keine Vollkornprodukte isst, weil die nicht so viele Ballaststoffe haben und nicht so gut satt machen. Deswegen frisst man sich voll damit. Aber das ist auch alles Sache der Disziplin. Und manche Leute haben diese Disziplin nicht. Und ich weiß nicht, ich kann das deswegen manchmal einfach nicht so richtig nachvollziehen. Kriegst du mich? Kriegst du mich? Nein, du kriegst mich doch. Ach, scheiße. Weiß ich nicht. Was gibt's denn sonst noch? Mir ist immer noch nichts eingefallen. Diese komische Schinkenwurst von Hertha. Hertha oder Finesse? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also ich meine, die Wurst heißt nämlich Finesse und die Marke heißt Hertha. Kann aber auch irgendwie anders sein. Egal, das zählt alles. Super easy. Das ist nämlich mein Lieblingsschinken und der ist auch super teuer as fuck. Aber ich liebe den. Der ist nämlich auch sehr fettarm. Schmeckt sehr gut, wenn man dann mal Bock auf Fleisch hat. Ich habe in letzter Zeit eigentlich gar keinen Bock auf Fleisch. Ich habe mir nur letztens den Schinken geholt, weil der war um die Hälfte reduziert. Mal, der kostet sonst 2 Euro. Da hat er nur 1 Euro gekostet. Das Schnäppchen des Jahrhunderts. Ich bin echt so ein Rabattfreak. Es ist das Schlimmste auf der Welt, ganz ehrlich. Weil teilweise, wenn keine Rabatte wären, würde ich einfach nicht einkaufen. Da würde ich nichts kaufen. Aber manchmal kaufe ich einfach nur wegen des Rabatts und nicht, weil ich es wirklich brauche. Und das ist so, warum tue ich das? Weißt du, ich weiß, dass es dumm ist. Ich weiß, dass es unnötig ist und dass ich das nicht tun sollte, aber ich mache es trotzdem. Ich glaube, da gibt es einfach so Sachen. Zum Beispiel wahrscheinlich auch bei vielen Leuten, die rauchen. Der Stress ist immer so groß, wenn man nochmal getroffen werden könnte. Oh Gott, mir fällt gerade nichts ein. Joghurt oder so. Gibt es nicht noch was anderes? Oh, warte. Landliebe. Auf was? Warte, zählt das jetzt schon, dass ich verkackt habe? Nein, nein, nein. Landliebe, Milchreis. Okay, jetzt muss ich aber noch eins nennen. Kartoffeln, also Pommes von McCain oder so. Yeah, toll. Jetzt habe ich den Faden ganz verloren, nur weil ich so eine dumme Marke nennen musste und der Schock real war, weil ich zweimal hintereinander getroffen wurde. So rude. Oh Gott. Nein, bitte, nicht umbumsen. Okay, der Druck ist so riesengroß. Brötchen von... Brötchen von Netto aus der Backstation. Ich finde, eigentlich hätten wir auch eine Bedingung haben müssen, wenn ich andere Leute umbumse. Das wäre bestimmt auch lustig. So von wegen, ja, und wenn du andere Leute umbumst, dann darfst du einen Snack essen oder so. Keine Ahnung, irgendwas, was positiv wäre. Aber wie kann man was positiv machen? Weil man kann sich ja irgendwie nicht selber nicht behindern in Mario Kart oder so. Oha, Mann. Mir fällt wirklich gar nicht mehr ein, was ich eben sagen wollte. Es tut mir voll leid, weil ich glaube, ich so mitten in der Story war und ich weiß nichts mehr. Gar nichts. Jedenfalls, worauf ich ursprünglich zurückkommen wollte, viele Leute machen Cheat Days, ich aber eigentlich nicht, weil ich es meistens nicht so unbedingt brauche. Aber da hatte ich natürlich einen unbewussten Cheat Day, weil meine Mutter mir Tonnen Sojasauce mit 60% Zucker reingeklatscht hat. Ja. Dasselbe ist mir nämlich auch mal mit Grieß passiert, den mein Vater gemacht hat. Der hat sich halt so Grieß gekocht. Ich kam dann gerade vom Badminton-Training zurück und er hatte den mit Kakao gemacht. Und ich habe immer irgendwie gelesen, also habe mich gerade erst angefangen, so über das Thema zu informieren und habe immer gelesen, so von wegen, ja, Kakao macht nichts, weil da ist kein Zucker drin. Das ist kein Problem. Man kann das dann selber ein bisschen mit Honig nachsüßen oder so und dann ist alles super. Aber das ist bei dem Backkakao der Fall, der nämlich wirklich reiner Kakao ist. Also so aus der Kakaobohne im Prinzip. Weil dieser normale Kakao, den man sonst kauft, so von Kaba oder so, das ist immer Kakao mit Zucker. Beziehungsweise Zucker mit Kakao wohl eher. Ich wusste aber nicht, was drin war. Ich bin davon ausgegangen, ja, Kakao habe ich doch gelesen, ist kein Problem, ist super gesund. Aber Backkakao, da war aber kein Backkakao drin. Und mein Vater hat irgendwie noch so einen halben Topf, also er macht sich immer so einen Riesentopf. Mein Vater kennt, glaube ich, keine Portionsgrößen. Also es sind wirklich immer riesige Töpfe eigentlich. Und dann war da irgendwie noch so ein halber Topf übrig. Ich kam vom Training und das so, ja, ich probiere mal. Und da ist so, oh, schmeckt ja geil. Und da habe ich die ganze Zeit weiter. Und da war der Topf weg. Und ich dachte so, oh, ist doch kein Problem, ist doch Kakao. Aber es war fucking Kaba-Kakao, Mann. Ich hoffe, euch haben meine Anekdoten in diesem Bad so ein bisschen gefallen. Meine Community-Frage für heute ist, habt ihr eventuell schon irgendwelche Diäten ausprobiert und was sind eure Erfahrungen damit? Einfach nur, weil es mich interessiert, sowas wie Low Carb und so ein Schrott eben. Ansonsten schreibt mir vielleicht noch in die Kommentare, ob ich die Challenge jetzt überhaupt bestanden habe, weil ich finde, dass dieses minimale Ding, wo ich so schnell wieder gebumst wurde, das zählt echt nicht. Weil da hatte ich auch schon die Marke genannt, nur das Produkt noch nicht. Und das finde ich gemein. Also danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Part. Bye, bye, Chakabras.